Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Wie im letzten Part gesagt, werde ich diesmal mit Mopsy spielen. Wobei, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es im letzten Part war. Aber ist auch egal. Ich werde auf jeden Fall mit Mopsy spielen und also zeigen, was der kann. Also der kann hier Items einsammeln. Ja gut, wirkt jetzt nicht wirklich besonders. Aber dazu später mehr. Da wird man später sehen, was das so bringt. Und stimmt, das war das Level, wo man so easy One-Ups farmen konnte, wegen den großen Typen. Ja, also wenn ihr One-Ups braucht, einfach hier hin, kommen in das Level. Und dann könnt ihr haufenweise One-Ups farmen. So, zweite Besonderheit von Mopsy ist, dass er nicht getroffen werden kann von Gegnern. Von Gegnern jeglicher Art. Sei es jetzt, keine Ahnung, diese komischen Feuerschlangen oder hier Goombas oder Piranha-Pflanzen oder Cheep-Cheeps oder Koopas. Egal was, er kann durch Gegner nicht sterben. Wobei beim Chop-Cheep oder wie der heißt. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall dieser Fisch, der einen auffrisst, wenn man sich ihm nähert. Ne, gerade echt keine Ahnung, wie der heißt. Von dem kann man vielleicht sterben, ich weiß es nicht. Aber sonst von allen Gegnern stirbt man nicht. So, und nochmal zur Erinnerung. Ich werde Mopsy hier spielen, aus dem Grund... Okay. Ja, toll. Wie komme ich jetzt da dran? Ja, ich werde Mopsy hier spielen aus dem Grund, dass Mopsy eben durch Gift, glaube ich, doch sterben kann. Beziehungsweise, was heißt doch sterben kann, habe ich ja auch im letzten Part oder im vorletzten, keine Ahnung, auf jeden Fall in einem der Parts gesagt, dass er durch Gift sterben kann. Und damit es halt nicht so leicht ist... Oh, ich bin hier hochgekommen. Wunderbar. Damit es halt nicht so leicht ist, werde ich den einfach hier spielen. Und mich wahrscheinlich dann ein paar Mal blamieren, wenn ich irgendwie in Gift falle oder mal hier runter. Die Schlucht. Ja, wobei das jetzt wahrscheinlich auch eher nicht passieren wird. Weil es ja hier die Möglichkeit gibt, den Wandsprung auszuführen. Und ich denke mal nicht, dass ich das großartig verkacken werde. Der Mopsy kann auch den Wandsprung. Das ist ganz nice. Also da hätte Nintendo... da hätte ich auch von Nintendo erwartet, dass sie sich so denken, nee, komm, das entfernen wir mal aus dem Game, dass er das kann. Ich meine... Erstmal gibt es nicht wirklich einen Grund, warum man das machen sollte, aber ich meine, es ist halt Nintendo. Also von daher hätte man sich das schon denken können. Und der Pfeil kam mir sehr komisch vor, deswegen habe ich hier direkt drauf geachtet, dass ich die Gegend untersuche. Und es ist tatsächlich erst die zweite Starcoin, was sehr gut ist. Und wir haben noch 200 Sekunden übrig. So. Hier gibt es, glaube ich, sogar einen Stern. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und hier ist er. Wobei man den auf Mopsy auch überhaupt nicht braucht. Ach ja, stimmt. Stimmt, hier oben ist die letzte Starcoin. Ja, ist jetzt ein bisschen lame. Weil ich bin Mopsy und kann nicht getroffen werden. Aber na gut, dann zählen wir es halt als Gegentreffer. Oh, da wäre ich fast gestorben. Alles klar.
Dann zählen wir es halt als Gegentreffer, weil ich denke, wir wären bis zu diesem Zeitpunkt groß geblieben. Mit egal welchem Charakter. Boah, und ist der Dreisprung mit Mopsy schwierig, weil der... Naja. Er macht halt kein wirkliches Anzeichen, dass er höher springt, beziehungsweise diesen Doppelsprung einsetzt. Dreifachsprung einsetzt. Ja. Alles klar. Aber ich glaube, man braucht ja auch den Stern, um vernünftig drüber zu kommen. Alles klar. Wir aber nicht. Wir sind gut genug. Wir schließen das erste Level mit allen drei Starcoins ab. Und hier die Besonderheit von Mopsy. Wenn er Items einsammelt, dann löst er diese am Ende des Levels gegen One-Ups ein. Ach ja, stimmt. Die Level werden ja so komisch markiert, wenn man die mit Mopsy abschließt. Ich glaube, das zählt hinterher nicht zu den 100%. Deswegen werde ich den nochmal neu spielen müssen, die Level, die wir jetzt spielen. Aber ich meine, halb so schlimm. Gehen wir einfach in Level 2. Giftige Gewässer. Und hier kommt dann auch das Gift zum Einsatz. Welches fatal für Mopsy ist. Und was genau passiert hier? Ah, ist keine Ranke drin, ne? Ach, wie ich da jetzt nicht hochkomme. Kann er die Dinger aufnehmen? Ja, kann er tatsächlich. Es wäre auch noch interessant zu wissen, was passiert, wenn da der Gegner rauskommt. Wahrscheinlich einfach gar nichts. wahrscheinlich läuft der Gegner einfach weg. Also der Koopa, wenn er aus seiner Schale wieder rauskommt. Wahrscheinlich läuft er dann einfach weg. Ja, komm, ich probiere es jetzt nicht, da unten hinzugehen. Ich denke, er wird nichts sein. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist da eine durchlässige Wand, aber nö. Und er kommt einfach aus der Schale raus, okay. Und sonst passiert nicht viel. Was ist hier los? Pff, ja gut. Die Starcoin war jetzt nicht so krass, um ehrlich zu sein. Oh. Oh, das war Luck. Das war Luck, dass ich das gefunden habe. Ich wollte einfach nur ein bisschen die Münzen einsammeln. Ey, jetzt komm. Geh da hoch. Alles klar. Zweite Starcoin? Oder wie haben wir es? Jawohl, zweite Starcoin. Wunderbar. Ja, wie nice. Also der Bonusraum gefällt mir. Der hat ein cooles Konzept. Man muss erst alle Münzen aktivieren. Werden dann zu Blöcken. Und hinterher kann man die alle mit dem Power Switch runterballern. Mit dem Power Block. Was ist hier los? Ja gut, wahrscheinlich hätte man dann Koopa-Panzer reinwerfen sollen. Aber naja, und da unten kann man rein, das sehe ich direkt. Nur ich weiß nicht, ob man von dieser Seite aus rein sollte. Ich probiere es einfach und ja. Man kann easy von der Seite hier rein. Da passiert nichts. Und was ist hier drin? One-Up oder wie? Ja, ein One-Up, alles klar. Nehmen wir noch mit. Ist ein netter Bonus, aber... Als Mopsy braucht man das nicht wirklich. Eigentlich voll lächerlich, wenn man bedenkt, dass die ganzen Items, die wir einsammeln, einfach One-Ups sind. Ich meine, man wird die nie im Leben als Mopsy brauchen. Dass wir da die Starcoin bekommen haben, war auch eher Luck.
Ich meine, ist da irgendein bestimmter Trick hinter? Wie man die Starcoin normalerweise bekommt? Oder muss man einfach nur lucky sein und das richtige Timing erwischen? Ich weiß es nicht. Wir schauen auf jeden Fall noch hier in den Block. Ist nur eine Münze. Alles klar. Dann können wir eigentlich auch schon direkt zum Ziel. Und halt eigentlich gerne noch die roten Münzen hier einsammeln. Was wir auch gut machen, alles klar. Wir bekommen zwar kein One-Up, aber dafür bekommen wir... Gab's hier einen Secret Exit? Wofür ist das? Okay, komisch. Ach so. Das ist wahrscheinlich nur für Eichelsuit, ne? Ja, okay. Ich denke, hier gibt es einen Secret Exit. Aber ich denke, den werde ich dann Offcam nachholen, weil ich muss ja die Level sowieso nochmal spielen. Und ihr wisst ja jetzt, wo der ist. Da brauche ich ja nicht nochmal genau denselben Level spielen. Einfach nur für den Secret Exit. Das wäre Quatsch. Also mache ich das einfach off-cam und wir machen stattdessen Level 3 Hecky Hektik. Ja, die Gegner sind cool. Allerdings auch ein bisschen schade, dass ich hier als Mopsy reingehe. Das sind eigentlich relativ schwierige Gegner. Weil sie halt schwer zu treffen sind. Ja, da hätte ich zum Beispiel jetzt gefailt. Ja, sie sind halt schwer zu treffen. So generell. Weil sie halt nur an ihren Köpfen verwundbar sind. Und sich halt auch immer so ziemlich schnell bewegen. Als ob ich den Starcoin jetzt... Oder ist das überhaupt ein Starcoin? Wir schauen einfach nach. Man braucht anscheinend nicht zwangsläufig den Hecky dafür. Und hier ist nur ein Item, was? Ja gut, eine Eisblume, aber... So krass ist das jetzt nicht. Oder übersehe ich ja was? Ich krieg's fast hin, hier trotz Mopsy wegzusterben. So. Und hier ist schon die zweite Starcoin. Ja, wahrscheinlich ist die Eisblume ziemlich useful, wenn man halt hier den Hackies ausweichen möchte. Weil ich denke, man kann die auch so einfrieren, ohne dass man den Kopf trifft. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass es schon von Nutzen sein wird oder sein könnte. Und die Green Coins sind tatsächlich echt schwierig. Also wenn man die wirklich alle vernünftig sammeln möchte, dann sollte man auf jeden Fall erstmal den Hecky oben besiegen. Also einmal so draufspringen und dann die restlichen Green Coins einsammeln. Und was ich auch sagen würde, jetzt habe ich schon wieder gemacht, man gewöhnt sich da tatsächlich extrem schnell dran, wenn man Mopsy spielt, einfach durch die Gegner durchzurennen. Aber ich würde es halt einfach, um es ein bisschen herausfordernder zu machen, würde ich das einfach mal versuchen sein zu lassen. Bekommt man hier einen Mini-Pilz? Ich denke schon. Ich glaube, der war sogar für irgendwas nötig, aber... Ja, da oben halt, ne?
Aber wir haben alle Star Coins und ich glaube jetzt nicht, dass es ein Secret Exit in diesem Level gibt. Komisch. Also falls es geben sollte, den Secret Exit, bin ich sogar am Überlegen, den noch zu zeigen. Aber naja. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, um erst zu überlegen. Und... Ah, wobei, wir machen noch nicht Schluss. Ich denke, wir machen jetzt noch das Toad House. Hier ein paar One-Ups sammeln. Einfach nur als kleiner Bonus, weil der Part etwas kürzer ist, weil ich jetzt nicht allzu viele Level spielen möchte mit Mopsy. Weil man, wie gesagt, die Level nochmal spielen muss, wenn man die mit Mopsy gespielt hat. Ist tatsächlich eine ganz coole Regelung. Einfach nur, weil es dann so ein kleiner Flex ist, wenn man halt die 5 Sterne hat, die man ja mit Mopsy alleine nicht erreichen kann. Also eigentlich ganz cool geregelt. Und jetzt würde ich gerne noch sehen, wie viele wir haben. 7 Stück? Wie schnell man mit Mopsy einfach One-Ups farmt. Das ist so krank. Ja gut, dann sind wir noch auf die 50 One-Ups gekommen. Das ist ziemlich nice. Habe ich mir zwar nicht zum Ziel gesetzt, aber dennoch ganz cool. Einfach so als Bonus. Und dann würde ich auch erstmal sagen, machen wir für heute Schluss. Wie gesagt, tut mir leid für einen etwas kürzeren Part, aber... Wenn ich hier jetzt 4 Level spiele mit Mopsy, dann muss ich den ganzen Quatsch nochmal spielen. Und habe ich keinen Bock drauf. Also, dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit dem Schlangenblockturm. Bis zum nächsten Mal und ciao.